Hallo Süße und willkommen auf einem Let's Play Dark Deception. Und you Ichiro Yakuya Kiroki. Na? I see you. I see you. I'm going to enjoy watching you suffer. I can see you. Okay. Schluss wird lustig. Wir gehen jetzt in dieses Teil hier rein. Auf geht's. Alex blocked the entrance. Now that's just pathetic, don't you think? Never fear, love. There's a solution. You'll just need to rearrange your brain a bit. Go to the ring altar. Kann ich fortfahren? Warte, jetzt habe ich das frei. Ich muss nochmal ran. Now hold still. You might also want to close your eyes. It keeps them from popping out. Was ist das? Telepathie. Okay. Mal gucken, was das ist. Okay, was bringt mir die Telepathie? Just don't let me catch you trying to see through anything besides walls. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ich erwarte nichts Freundliches. Okay. Sind wir in so einer Art Kanalisation hier oder? Afraid of a little sewer water, are you? Just don't get any of it in your mouth. Das sieht alles schon eklig aus hier. You've heard the urban legends, I'm sure. All kinds of things get flushed down here. 110. Goldfish. Ne, 310. Seid ihr böse? Warte, halt vor dem Big One. Kann man da durchgucken? Nee. Ho! F! Okay. Okay. Los geht's. Was bringt mir die Telepathie hier? Not everything is what I've seen. Ist nicht das, wie es aussieht. Okay. Das ist geschenkt. Hmm, they're trying to blend in, eh? Let's see how well you pay attention to details. Nur wenn ich diese Telekinese anwende, kann ich da, werden manche rot markiert. Ich komme nicht mehr raus. Hallo.
Komm hier nicht weg. Can't find more soul shards. Why don't you ask the monster? Maybe it's seen some. Ich muss das eben neu starten. Ich komme hier nicht raus. Ich hänge fest. Okay, ich habe verstanden. In der Telekinese könnte man... Sind meine Schatten rot markiert. Daran erkennen wir, welche böse und welche nicht. Das ist jetzt meine Vermutung. Das heißt, wir rüsten das so aus. You've heard the urban legends, I'm sure. All kinds of things get flushed down here. Alligators, goldfish, duckies. Oh, this sewer smells very ripe. Oh, I think I just threw up in my mouth a little. It's unlocked. Okay. Zeit, mit den Enten zu spielen. Oh, they're trying to blend in, eh? Let's see how well you pay attention to details. Hier, die ist böse. Ich hoffe, dass du mir nichts tust. Ich mache hier alles auf. Und wenn die aber so böse sind, heißt das, ich muss da einfach ran vorbeisprinten, weil die keine Ahnung, was mit mir machen. Hier, diese zweite Ente da, die ist böse. Ich muss da mal gucken, was passiert, ne? Also, diese zweite Ente, die so jetzt gerade mittig ist, die lebt, glaube ich. Oder irgendwie sowas in der Art.
Okay, da passiert auf jeden Fall etwas. Es ist weg. Ja, so gut muss ich sagen. Es läuft alles solide. So, provozieren wir jetzt gleich diese Ente, ja? Sehe, wie es da noch umgelaufen ist. Was hat sich jetzt da hingesetzt? Can't find more soul shards. Why don't you ask the monster? Maybe it's seen some. Also ich traue erstmal gar keiner Ente hier. Ach, das ist ein Psycho-Horror, ey. Vor allem ist es so zu einer 1, da kommt noch wesentlich mehr. Gute Enten, böse Enten.
Aber jetzt diese Route zu laufen, wäre sehr risky. Okay. Jetzt muss ich ja noch ein bisschen schauen. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Wir sind noch nicht gestorben. Das ist schon mal etwas. Und zwei dieser Ducks haben wir schon provoziert. Bleibst du da, ne? Händchen. Hä? That must have been hard to find. Hier sind ganz schön viele Böse. Okay, die muss ich auf jeden Fall hier triggern. Um voranzukommen, müssen wir mit der hier anfangen. Ist da oben die eine, sie hat eine andere Position, die hier, ne? Ich vertraue hier erstmal gar keiner Ente, ja? Wir wissen genau, dass das immer schwerer wird. Auf den provoziere ich von der anderen Seite.
soul shards here? Wieso bist du nicht getriggert? Komm, vorhin habe ich es geschafft. Hallo. You've gathered half the shards. Try to live long enough to get the rest. Aber ich bin bisher noch durch keine Ente gestorben, nur immer durch diese Fallen. Oh, keiner ist hier böse. Oh. Oh, oh. Auf in den zweiten Teil von Duck Paradise. Alles gut. Ja, bis jetzt ist das mir angenehmer ist diese Statuen. Diese Statuen waren sehr schwer.
Wir müssen diese Ente provozieren, anders kann man nichts machen. Okay, pass mal auf. Eine böse Ente. I think it wants to take you home to meet its family. Isn't that sweet? Also das war ganz schön schnell. Hiding. In the shadows. Also so schnell konnte ich jetzt nicht reagieren. Was habt ihr für Beine? Ihr seid ganz schön creepy. Hier war auch erstmal alles ein bisschen friendly. Ich habe ein Schiefmann-Kraft bekommen. Böse Ente. Alles gut, Niklas. Ja.
Das habe ich das erstmal gewastet. Ich darf aber auch nicht zu nah daran, wisst ihr? Pass auf, ich gehe dahin, aktiviere den Sprint und gehe dann auf diesen gelben. Sana! Nein! Heilige Scheiße. Heilige Mutter Maria. Ich glaube gar nicht, wie es auf die Psyche geht. Willst ja gar nicht weggehen, Entchen, ne? Oh ne. Ich frage mich, ob wir hier sicher sind. Sheesh. Ich muss so tief schlucken, um so ein Ding. Alter.
You might want to take a shower after this. Alter Fall, das sind selten creepy. Auf der Seite haben wir nur eine böse Ente. Also machen wir die Seite mal zuerst. Das ist diese One-Shot-Ente, ne? Die hat uns vorhin one-shottet. Ich versuche jetzt auch an der vorbei zu rennen, dass wir beide Kristalle kriegen. Wir könnten sterben. Ich habe schon ein bisschen Angst. Wir haben beide.
habe ein wenig Angst, dass diese Ente was machen wird. Okay. Ich habe ja kurz in diese Gegend, dass wir hier eventuell flüchten können. Wird sie verarschen! Sehr gut, bitte sehr gut, bitte sehr gut! Heilige Scheiße! Habt ihr gesehen, dass das Ding einfach da aufgeploppt ist? Gott sei Dank.
war eine schwere Geburt. So, die Ente von mir ist böse. Also nicht die ganze, sondern die zweite, ja? Und theoretisch könnten wir da hinten im Kreis rennen. Und dann, also im Kreis und dann zurück, meine ich. Könnten wir machen, machen wir auch. Weiter geht's mit der Action, ja. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Och, ich hänge schon wieder fest. Auch das kann nicht wahr sein. Boah, nee. Leute, das ist ein Hakenkreuz. Seht ihr das? Ich muss mich irgendwie umbringen oder keine Ahnung. Wenn ich am letzten Checkpoint wieder neu starte, dann... Oh, come on. Das ist so ärgerlich. Ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Hey, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bin der Rookie, ne? Bis denn, ne? Ciao. Hat endlich mal Buggy-Scheiße. Wir sind aber noch nicht gestorben in der Folge, das ist doch mal was.